Noch Ende des Jahres wird für einige Mercedes CLS-Kunden das Warten ein Ende haben. Dann werden die ersten Exemplare der neuen Design-Ikone ausgeliefert werden. Doch der neue CLS tritt kein leichtes Erbe an. Sein seit 2004 gebauter Vorgänger begründete die Klasse der viertürigen Sportcoupés. 170.000 verkaufte CLS belegen eindrucksvoll auch den Erfolg der ersten Generation. Dass auch der neue Stuttgarter viele Käufer finden wird, ist bereits heute klar. Schon mit seinem Design wird er viele Menschen begeistern. Ganz typisch im CLS natürlich auch die markentypische Proportion mit der langen Haube, die Kabine, die auf dem Hinterrad sitzt, was durch die Linienführung noch unterstrichen wird. Unser neues Markengesicht vorne zeichnet sich durch einen aufrecht stehenden Grill aus. Der Grill steht im Mittelpunkt, alles wird um den Grill herum komponiert. Die Scheinwerfer in neuester LED-Technik bringen das Fahrzeug auch technisch visuell in die Zukunft. Proportion, sehr fließende Silhouette. Über das ganze Fahrzeug sehr flach, sehr extrem, sehr sportlich auf der Straße bis hin zu diesem klassisch abfallenden Heckabschluss. Im Ganzen eine Komposition, wie sie nur Mercedes-Benz kreieren kann. Das viertürige Coupé vom Erfinder des viertürigen Coupé, der neue CLS in stilvoller, sinnlicher Schönheit. Den neuen CLS zeigt Mercedes zum ersten Mal Anfang Oktober auf dem Autosalon in Paris.